Vor langer, langer Zeit habe ich das Blumenfarmprojekt begonnen. Und danach sind wir auf die 1.17 gegangen und haben diese Schalker-Farm hier gebaut, weil die erstmal wichtiger war. Nur das Blumenfarmprojekt ist nicht eingestellt. Ich brauche für den Amberpillis immer noch blauen Farbstoff und genau das ist das Ziel dahinter. Und deswegen habe ich 8 Blumenfarmen gebaut. Wie Blumen created werden, ist, indem Bone Meal auf Gras geht und dann entsteht da eine Blume. Und dass irgendwo das Schicksal und irgendwo sehr viel Pech in meinem Rücken sitzen, wusste ich zu Anfang dieses Projekts leider nicht. Wie peinlich das doch wird und was das Schicksal und das Pech mir einbußen, das seht ihr ab heute. Viel Spaß mit dem neuen Blumenfarm-Bauprojekt. Ich bin sehr hyped, euch das zeigen zu können, was hier jetzt beginnt. Rein ins Video. Viel Spaß. Vor einiger Zeit, was passiert? Schon vor der Schalker-Farm. Wir haben nämlich die Blumenfarm begonnen und haben ja dann während des Baus der Blumenfarm sind wir auf die 1.17 geswitcht, haben dann die Erkundungstour gemacht, die Schalker-Farm gebaut, verschiedenste andere Dinge gemacht, haben jetzt zwischendrin auch noch diese Köpfe gefarmt, was wir da als Projekt hatten. Und jetzt werden wir nebenbei beginnen, oder was heißt nebenbei, wir werden definitiv die Blumenfarm jetzt weiterbauen, um es so einfach zu sagen. Die war nämlich hier. Genau. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben, dass wir hier 2 Etagen hatten. Diese 2 Etagen waren auch schon beide vollständig miteinander mit dieser Glock, die wir hier im Berg haben, verbunden. Bedeutet, die funktionieren auch vollautomatisch schon. Das Problem, was ich jetzt auch hatte, ist erstens, uns fehlt das Lagersystem. Zweitens, uns fehlt die vollautomatische Knochenmehlfarm, die Farm mit Knochenmehl versorgen muss. Also wirklich mit viel, viel Knochenmehl, weil die Farm verbraucht ultra viel Knochenmehl. Und uns fehlt natürlich noch das Designtechnische außenrum, wofür ich ja auch schon plan und ein Konzept habe, was wir noch umsetzen müssen. So, das sind alles die Punkte, die wir heute angehen werden. Ich würde wahrscheinlich anfangen. Ich werde mich heute wahrscheinlich auf den Bau der Knochenmehlfarm konzentrieren. Dafür werden wir sicherlich auch nochmal neuen Stuff holen müssen, weil das ist der einzige Stuff von der Farm, den ich noch nicht direkt hier habe. Ja, wir müssen uns generell jetzt mal das Konzept angucken von dieser Knochenmehlfarm, die ich vorhabe zu bauen, weil die wird dann im Vordergrund wahrscheinlich hier in den Boden kommen. Also hier so habe ich es vor, dass wir hier eine Platte bauen aus Glasscheiben im Prinzip, hier unten auf dem Boden, dass es wirklich so richtig einen richtigen modernen Industrielook bekommt im Prinzip. Und dann würde ich hier wahrscheinlich 2 Knochenmehlfarmen aufeinander stacken oder so. Und das Knochenmehl wie einen Fahrstuhl hochbringen, sodass es im Prinzip da drin endet und dann aufgeteilt wird über diese wunderschönen Trichter. Das Problem, was ich immer noch habe, ist, ich weiß nicht, ob Trichter schnell genug sind, das Knochenmehl abzutransportieren. Falls nicht, müssen wir das kompliziert über Minecart-Systeme machen. Für alle, die sich fragen, was wir wollen das hier bauen. Aber nicht in so große Ausführung. Also ich glaube, wie viel bringt ein so ein Abteil? Mir wäre es so lieb, wenn wir schon 3-4 Knochenmehl die Sekunde bekommen, Digi. Ja, das hier bauen wir. Das wird dann alles umkonvertiert über Komposter zu Knochenmehl und das Knochenmehl kommt unten raus. Das ist ja mein Ziel halt nicht in der Größe, oder? Ich glaube, wenn ich die Hälfte von der Größe baue, reicht das auch. So, ich habe jetzt die Welt in Minecraft eigentlich. Wir gucken mal kurz in Minecraft rein, Jungs. Da haben wir doch das schöne Biest schon in-game. Das Einzige, was wir brauchen, ist vielleicht eine Materialist. Aber es ist, glaube ich, nicht so viel. Es ist halt der ganz normale Redstone-Scheiß, ne? Dann diese Musik-Notenblöcke. Die Blöcke hier, da müssen wir nochmal Heu farmen, weil ich, glaube ich, keins mehr habe. Du bist doch ein Schatz, guckt euch das mal an. Er hat einfach die Materialist in Discord gepostet. Okay, man kann es schlecht lesen, aber ich erkenne es, Jungs. Wir sind gerade beim Stuff Farm und es ist gerade Gewitter ausgebrochen. Wir brauchen jetzt Charge Creeper. Ganz schnell. Let's go. Oh mein Gott, wie laut, Junge. Willst du mir meine Ohren sprengen oder was? Wir brauchen Skelettköpfe am besten. Jetzt. Woo! Ach du er hat nicht das Skelett getötet, er hat den Zombie daneben getötet. Zombie-Kopf. Bitte. Ja! Ja. Let's go, Skelettschädel. Der erste im gesamten Projekt. Jetzt? Ja. Oh mein Gott, ich bin so ein krasser Minecraft-Spieler. Ja, let's go. Kurz saven, bevor wir den Kopf aufheben. Hä? Wo ist er? Wo habe ich ihn explodieren lassen? Weiß jemand, wo der Kopf gedroppt ist, Chat? Oder hat der Creeper das Skelett nicht umgebracht? War das, ist es irgendwie anders umgekommen? Oh mein Gott, wie lang bleibt bitte dieses Gewitter? Was ist denn das? Oh, Hilfe. Lauf, Junge, lauf! Let's go. Oh mein Gott, danke.
Oh, warte, jetzt, ich glaube, es hat aufgehört, oder? Das war aber auch ein Traum. Digga, warum haben wir das nicht von Anfang an einfach so gemacht? Das waren 10.000 Mal besser als alles, was wir vorher gebaut haben. Alter, let's go. Okay, wir haben jetzt 3 Creeper-Köpfe, 8 Zombie-Köpfe und 3 Skelettschädel. Okay, wir haben jetzt gerade noch einen Kopf gefunden, tatsächlich hier. Kann mir das mal jemand klippen, wie ich den gerade getötet habe, Jungs? Ich brauche das fürs YouTube-Video. Hat der den? Der hat den! Lol. Ja, wenn wir einen Clip bekommen, dann kann ich das nochmal einblenden. Okay, dann haben wir jetzt hier alles. Einmal den Diorit, weißes Glas, Stein, bla bla bla, alle Utensilien, die wir brauchen. Die nehmen wir jetzt mit, packen die dann an die Schalker Wall bei der Blumenfarm. Und dann können wir schon mal mit den Planungen und den Aushebungsarbeiten beginnen. So, let's go, ab zur Blumenfarm. Wir müssen jetzt hier erstmal unsere Schalker Wall erweitern. Wir brauchen, um diese 4 Blumenfarmen wirklich aktiv nutzen zu können, sehr, sehr viel Knochenmehl. Ich weiß nicht, wie viel eine so eine Blumenfarm an Knochenmehl frisst in der Stunde, aber auf jeden Fall viel. Und wir haben 8 Stück von denen. Heißt, wir müssen eine krasse Bohnenmehlfarm bauen. Das habt ihr ja vorhin alles gesehen. Wir haben jetzt den Stuff dafür zusammen. Und ich plane, die hier in den Boden zu bauen einfach. Also nicht direkt hier, sondern hier einen Block Platz lassen. Oder zwei Blöcke besser, zwei Blöcke Platz lassen und dann hier in den Boden. Dafür müssen wir auch noch ein bisschen ausheben und von der Größe halt gucken, wie das passt. Aber damit legen wir jetzt erstmal los, dass ich erstmal so eine grobe viereckige Grundfläche habe, wo dann halt diese Bohnenmehlfarm reinkommen kann, die ich dann auch direkt erstmal mit Glas überziehen werde, bevor wir anfangen zu bauen. Wir haben jetzt gerade nochmal die Farm by the way abgemessen und die Farm ist 29 Blöcke lang, 29 Blöcke breit, also 29 Blöcke hier, dann 35 so und 15 in die Tiefe von dem Deckel aus. Und ich denke mal, der Deckel wird so auf der Höhe hier sein oder auf der hier vielleicht. Und dann 15 nach unten. Eigentlich ist sie an sich größer, aber ich will erstmal nur die Hälfte bauen. Und wenn wir noch ein Abteil bauen, baue ich das entweder dann da in die Richtung drunter oder halt unter die vorhandene Knochenmehlfarm, die dann hier ist. So, das wäre dann das Ziel oder der Turn. Die Bohnenmehlfarm ist 10.000 Mal größer als die Farm an sich. Also als die Blumenfarm an sich. 29 bis hier. Und jetzt nochmal 17 in die Richtung und 17 in die Richtung. Höhe wäre jetzt aus Intuition, würde ich jetzt für mich behaupten, eigentlich hier ganz geil. Jetzt ist die Frage, ob das dann wirklich so nice aussieht. Sagen wir, guck mal, der Plan ist ja, dass hier oben eine Glasschicht auch drüber geht. Heißt, man guckt von hier oben runter. Und dann wäre hier in diesem Bodenabteil eine übertrieben fette Bohnenmehlfarm. Junge, das sieht ja so geil aus. Das wird so geil aussehen, ich schwör's euch. Das wird so extrem geil aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr meine Vision sehen könnt. Aber ich würde jetzt das hier abreißen und dann das hier im Prinzip 1, 2, 3 Blöcke nach unten setzen und dann hier eine Wand direkt runterziehen mit Diorit halt. Weil ich mir vorstellen kann, dass das sehr, sehr geil pumpen wird. Und dann können wir hier die Farm unten reinbauen und wenn halt ein Dioritboden drin ist, wir bauen ja auch alles mit Diorit. Obwohl, das ist dann vielleicht das Problem, ne? Ja doch, wir nehmen Dioritboden. Ist entschlossen, wir nehmen Dioritboden. Oh, überkrank. Ich schwör, das sieht so babamäßig aus. Dann ist die Wall hier auch fertig und gefällt mir sehr gut. Also ich kann mir das richtig geil vorstellen, wenn hier wirklich Glas drumherum führt und das bis oben ist und dann oben das Lagersystem rauskommt. Wobei, wir können auch hier das Lagersystem raufbauen. Das würde ich aber nicht so fühlen. Ich glaube, wenn du hier oben wirklich das Lagersystem hast, Digi, und dann hier auch runtergucken kannst und so, ist es geiler. Aber ja, wir machen dann erstmal den Boden. Den würde ich jetzt vollständig mit Diorit ausfüllen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die Wände machen. Ob wir da auch einfach dann Diorit nehmen und das blank ziehen. Oder ob wir auch das Design anwenden. Aber ich würde es bei den Wänden, glaube ich, nicht so fühlen. Boah. Puh. Das sieht maschallah aus. Warte, wir gucken mal, wie es von hier aussieht, von außen. Boah. Puh. Junge, du könntest das so geil als irgendein Design nehmen, wo dann hier so beginnt eine Stadt zu entstehen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Da könnte perfekt so ein Haus rauf, was sich da so lang erstreckt. Schokusel. Genau das wollte ich erreichen. Genau dieser Effekt, dass der Berg so auf diese Glasscheibe fällt, aber die Glasscheibe prall genug ist, um es festzuhalten. Och man, Jungs. Und wenn da dann noch das Glas hochgeht
Und dann hier noch das Lagersystem ist mit dem Glas, was es dann verdeckt. Und dem Nether-Portal, was da in den Berg dann reinkommt, wo du rauskommst, um ins Lagersystem zu kommen. Und dann hier runter guckst und die Bäume farben siehst und das alles aktivieren kannst. Du Knöpfe und Hebeln, die geht das ultra geil. So, dann packen wir jetzt immer allen Crab-Stuff weg. Nehmen all den Stuff, den wir für die Baumwollfarm brauchen, mit nach unten. Und dann können wir unten eigentlich loslegen. Ich würde aber unten ganz gerne einmal ausleuchten. Also, dass wir wenigstens einmal ganz kurz die ein paar Fackeln craften und da einmal ein bisschen was setzen. Und dann können wir jetzt mal ganz kurz ein zweites Minecraft-Tab aufmachen, um uns da die andere Welt zu öffnen, um die dann abzubauen von der Redstone-Technik her. Also wir müssen mit der Eisbahn hier unten anfangen, aber die ziehen wir ja nicht bis nach ganz hinten. Die ziehen wir ja nur zur Hälfte bis nach hinten. Heißt bis irgendwo hier. Hier ist im Prinzip unsere Wand, unsere erste. So, auf jeden Fall ist das hier die Wand, wo auch dann das Knochenmehl ankommen wird. Jetzt müssen wir uns entweder die Wand oder die Wand aussuchen, wo wir wollen, dass das Knochenmehl anfängt. Und dann setzen wir zuallererst erstmal die Eisblöcke. Das Ding ist, ich glaube, am vorteilhaftesten wäre es, wenn es hier anfängt, weil wir auf der Seite schon die Redstone-Clock haben und da könnte es gut passieren, dass wir mit den Wasserlinien irgendwie in die Quere von den Redstone-Leitungen kommen, wobei hier könnte man auch viel geil den Fahrstuhl bauen mit den Wasserleitungen, die dann im Prinzip das Knochenmehl transportieren. Das würde auf der rechten Seite wesentlich geiler aussehen als auf der linken. Ja, wir lassen es hier rauslaufen. Heißt, hier ist auch der Anfang dann. Ja, okay, also wir sind gerade nicht auf die Idee, sondern darauf gekommen, dass der gesamte Raum eigentlich 4 Blöcke weiter tiefer muss. Also 4 Blöcke tiefer. Und also eigentlich 3, aber ich würde jetzt gleich 4 Blöcke tiefer machen. Ich will halt nicht diese Decke jetzt 3 Blöcke hochsetzen, weil dann wäre das Design noch voll für den Arsch. So, es würde dann gar keinen Sinn mehr hier alles machen. Und ich habe jetzt schon ein großes Stück gebaut. Das reißen wir jetzt wieder ab und setzen den Boden 4 Blöcke tiefer. Stabile Sache, ne? Es ist traurig, wie fucking unnötig ich diesen gesamten Raum gebaut habe. Explodier doch! Digga, ein Zombie-Kopf haben wir jetzt bekommen. Wow. Ich versuch mal, den An-Button zu drücken. Das muss die Aktivierung für die Stone-Generatoren sein, die das dann nach vorne schieben. Ne? Aber wir werden es ja sehen. Zack. Ja. Nee, stopp. Es geht nur eine Ebene irgendwie. Aber es geht nur eine Ebene. Irgendwo ist ein Signal nicht so angekommen, wie es ankommen sollte. 13, 14, 5. Oh nein. Oh nein. Nee, 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 nee. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Problem war einfach nur, dass ich voll Idiot hier eine Blocklücke gelassen habe. Aus dem Nichts. Wie, Digga? Wer lässt denn einfach so eine Blocklücke da? Okay, aber alles gut. Kommen wir mit zurecht. Ist gar kein Problem. Wir müssen einfach nur hier einen Verstärker setzen, oder? Hier. Zack. Zack. Yes. So nämlich. Perfekt. Alles 1A, Jungs. Funktioniert. Einwandfrei. Zack, mach aus den Eumel. Let's go, let's go, let's go. Das ist schon sehr, sehr geil, dass das funktioniert. No joke. Das ist sehr, sehr geil. Lass mal nochmal von hier gucken, wie das jetzt aussieht. Boah, Bruder. Es sieht so heftig aus. Oh, oh, pumpt mies, Digga. Oh. Dann gucken wir mal, was jetzt der Next Step ist. Ich glaube, der Next Step sind jetzt hier die Dropper und Werfer und danach die Moosblöcke. Ich würde jetzt ein bisschen Knochen mehr reinschmeißen und wir gucken mal, ob das erste Abteil funktioniert, okay? Weil eigentlich müsste es jetzt einwandfrei worken, ohne irgendwelche Probleme, außer ich habe irgendwas richtig krass doll vergessen. Aber ich glaube, es müsste alles gehen eigentlich. Ich höre schon mal Knochenmehl, dann schmeiße ich jetzt Knochenmehl ins Water-System und das gleicht sich ja dann von alleine aus. Beziehungsweise füllt sich dann von alleine und dadurch wird wieder mehr Knochenmehl produziert, dadurch werden mehr Farmen befüllt und so geht es dann unendlich weiter, bis halt das Knochenmehl komplett auf dem Stand ist, wo es sein soll. So, und rein theoretisch kann ich jetzt hier einfach alles rein droppen und das müssten oben... Oh, nee, oh mein... Ja, okay, die goldenen Karotten wären vielleicht jetzt nicht so schlau gewesen. So, und jetzt müssten hier... Oh, mein Gott, ja, Baby.
Oh, ja. Ja, ja, ja. Oh, geil, Mann. Ja, dann können wir das Ding jetzt gleich mal anschmeißen hier. So, okay, ja, wir schalten das Ding einfach mal an. Ohne groß drüber nachzudenken. Wie gesagt, Redstone-Schaltung ist an sich nicht so kompliziert. Ey, warte, ich würde es vorher nochmal zeigen, okay? Nochmal von außen zeigen. Es ist noch nicht hundertprozentig fertig, weil wir noch nicht das Abtransportiersystem gebaut haben und die Redstone-Technik und so dahinter. Aber es ist so zu 95%. Es ist durch und mir gibt... Oh, Bruder, es ist so baba. Ich wusste es einfach, dass es mit der Redstone-Schaltung noch geiler aussieht. Und es ist so. Es sieht so verdammt, verdammt nice aus, Mann. Chocuzel einfach, wirklich. Und von innen, wie gesagt, ganz einfache Technik. Knochenmehl geht rein, Moos generiert, Moos geht weg. Moos wird zu Knochenmehl, Knochenmehl geht rein. Somit irgendwann Überschuss, Überschuss nehmen wir uns raus für diese Farm dort oben. Und dort generieren wir dann Farbstoff mit dem Überschuss des Bone Meals, beziehungsweise Blumen. Und mit den Blumen machen wir dann unseren Farbstoff, den wir brauchen, wofür das hier alles ist. So, schalten wir mal den ganzen Hebel-Scheiß hier an. Das ist der Haupthebel, da müssen wir dann eine Redstone-Leitung hinführen. Die geht dann durch die Wand, nach oben zur Hauptstation halt. Das müssen wir alles noch beschriften und so, aber ist ja auch egal. Zack. Digga. Huhu. Huhu. So. Das einzige System, was... Wir brauchen Wasser. Wann öffnet sich das Wasser? Oh mein Gott, stopp. Oh nein. Nein, Glowstone gibt kein Redstone-Signal weiter, kann es sein? Ja, oh mein Gott, wie peinlich, Digga. Und wir dachten nur, die Lichtquelle ist es. Dabei war es das, dass die Redstone-Signale weitergeben. Och, scheiß die Wand an. Ja, scheiße, dann brauchen wir Mushroom-Blocks. So ein Scheiß. Es hätte aber auch einfach mal, es hätte auch einfach mal gehen können vielleicht. Das wäre wirklich einfach mal schön gewesen, wäre es einfach, hätte es einfach funktioniert. Ja, na dann gehen wir jetzt ganz viel geil Mushroom-Blocks holen. Und wir müssen uns den Fehler unbedingt merken, weil wir werden die Bone-Mill-Farm noch öfter bauen. Die kommt ja auch in der... bei der Baumfarm dann später ganz, ganz oft hin. Also da brauche ich richtig große Mengen an Stuff, um die zu bauen, um die zu errichten. Ich freue mich ehrlicherweise darauf, die nochmal zu bauen, weil der Bau an sich so viel Spaß gemacht hat und so gebockt hat. Wir haben 3 Stacks. Ab nach Hause. So, dann gehen wir zurück und setzen mal die Mushrooms und machen die Farm danach mal nochmal an. Und gucken, ob es funktioniert. Oh, nee. Muss ich jetzt auch... außer ich setze die Blöcke schnell genug, ne? Wegen der Lava? Ich will jetzt nicht die komplette Lava abbauen. Ich muss die Lava kurz wegmachen, anders geht's nicht. Nur wegen einem kleinen Baufehler, ne? Boah, das Geräusch, Junge. So, dann ist die erste Seite schon mal gefixt. Die zweite können wir jetzt gleich machen. Lava sitzt da, Lava sitzt hier, Lava sitzt da. Ja, dann ohne großes Paar Lava können wir die eigentlich direkt anhauen. An mit dem Ding. Oh, scheiße. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Ui, 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 ui. Mal gucken, ob auch Knochenmehl am Ende rauskommt. Ui, 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 ui. Was kommt denn hier raus? Gucken wir mal, ob die Seite funktioniert auch. Ja, halt, das Ende, das am Ende da funktioniert nicht, weil noch kein Knochenmehl nachgekommen ist. Oder kein Knochenmehl generell reingekommen ist, glaube ich. Nee, hier ist einfach noch kein Knochenmehl angekommen bisher. Aber Knochenmehl wird, wie ihr seht, ohne Ende produziert die ganze Zeit. Und wird hier halt einsortiert und für den Wiederverbrauch erstmal verwendet. Das wird sich halt irgendwann ändern, wenn man die Farm einmal laufen lässt. Zack, sehr gut. Ich würde mich jetzt als Next Step um das Verlegen dieser Pipeline hier kümmern. Also wir müssen ein bisschen Terraform außen und dann muss es hier rum und Wasser hier ran und dann irgendwie da hoch oder so. Keine Ahnung, eigentlich wäre es geil, wenn wir hier genau in der Mitte das halt dann oben rauskommt und dann halt aufgeteilt wird bei den Blumenfarmen. Aber werden wir ja sehen. Das Einzige, was ich dann halt machen muss, ist das Ablaufsystem der Blumenfarm zu regeln, weil hier im Ablaufsystem, kann ich euch auch zeigen, gibt es auch noch ein paar Fails. Denn es wird bis jetzt alles hier, da seht ihr das Loch? Hier in dieses Loch gehen jetzt alle Blumen rein, okay? Alle fallen in diese Löcher und das gibt es bei jeder Farm. Aber diese Löcher führen noch gar nicht zusammen in einen Wasserstrom. Und das muss ich halt zum Beispiel noch aktualisieren. Und da muss dieser Wasserstrom auch nach hier oben führen. Da muss ich auch designtechnisch vorher erstmal hier rumbauen. Und dieser Wasserstrom, wenn der nach hier oben führt, kommen hier die Schalkerfiller hin mit dem Lagersystem. Und wenn das steht, muss ich noch alle Redstone-Verkabelungen machen. Also zum Beispiel eine Redstone-Verkabelung von da unten, wo die Glock ist, die dann hier hochführt mit einem Schalter. Und einmal von der, die hier unten ist, von der Blumen, von der Knochenmehlfarm. Guck mal, wir haben jetzt hier
die Pipeline gebaut. Im Prinzip wird das Knochenmehl, was hier produziert wird, und ich bin der Meinung, es ist zu wenig, aber wir lassen die Farm jetzt erstmal laufen und machen dann den Final Test, ob es wirklich zu wenig ist. Aber hier ist jetzt erstmal alles fertig und das Knochenmehl, was hier produziert wird, wird hier über Pipelines lang transportiert. Dort seht ihr es auch, zack, und geht dann dort über den Fahrstuhl nach oben. Und hier oben geht es dann rein in diese wunderschönen Trichter. Und jetzt muss erstmal hier alles voll werden. Also diese ganzen Trichter müssen voll werden. Da unten muss alles voll werden. Und wenn das alles voll ist auf allen Farmen, also die Farm ist voll, die Farm ist voll, die Farm, die Farm, die Farm, die Farm, die Farm, also wenn alles voll ist, dann können wir den Final Test machen. Weil es muss natürlich erstmal befüllt werden, weil wenn ich jetzt die Farm anschließe und wir keinen minimalen Überschuss produzieren, werden nicht alle Farmen direkt laufen. So, das müssen wir dann testen. Aber ich bin der Meinung, es ist zu wenig. Ohne es jetzt direkt zu sagen zu wollen, aber es ist, glaube ich, zu wenig. Aber vorher kann es ja produzieren. Und in der Zeit, wo das produziert, werde ich mich jetzt an das Design wagen. Denn wir müssen hier unbedingt noch außen rum, also guck mal da zum Beispiel, ne? Das muss ja alles noch schick gemacht werden hier an den Wänden. Und auch der Boden muss noch schick gemacht werden. Außen rum muss noch die Glasschicht, was ich am Anfang des Projekts erzählt hatte, also schon Ewigkeiten her. Und das machen wir jetzt erstmal, lass uns da auch ein bisschen Zeit vielleicht, damit halt wirklich genug Knochenmehl hoffentlich produziert wird. Eigentlich, theoretisch gesehen, müsste in so anderthalb Stunden das durch sein, hoffentlich. Allerspätestens so. Aber mal gucken. Wenn nicht, bereite ich schon mal vor, dass wir halt eine zweite Etage von dem Ding hier bauen. Mach gerade einen Test, um die Menge Bone mir zu bestimmen. Gerne deutlicher. So, Chat, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das Innendesign, okay? Und dann setzen wir hier draußen das Glas. Etwa 105.000, also 8 bis 9 Mal. Was? Nee, deutlicher, du willst dich verarschen. Also ich habe jetzt hier Design schon angefangen und ein Viewer im Chat hat gerade ausgerechnet, also ich denke mal deutlicher, du hast alle 8 Farmen gebaut und die dann laufen lassen, 10 Minuten oder so bestimmt, ne, und daraus den Durchschnitt für eine Stunde berechnet. Also er hat geschrieben, Per, du willst gar nicht wissen, wie viel 12 Farmen brauchen, wir haben nur 8, mit 2-6 Items in der Clock, das haben wir. Und er hat geschrieben, etwa 105.000, also 8 bis 9 mal die Farmen, aber dadurch, dass wir nur 8 Farmen haben, also nur 8 statt 12, brauchen wir 70.000 die Stunde. Und diese Farm, die ich jetzt habe, bringt 15.000, oder? Digga, deutlicher, lüg mich jetzt nicht an, bitte. Habe ich so übertrieben schon wieder? 12.000 bringt die nur. Ich falle gerade vom Glauben ab, du willst mich verarschen. Du trollst. Warum übertreibe ich es immer so? Warum übertreibe ich es immer so? 12.000 Knochenmehl die Stunde bringt das Ding, was wir hier haben. Und 12.000 sind krass. Keine Frage. Ich brauche aber 70.000, damit ich wirklich durchgehend alle im Betrieb haben kann. Also damit ich wirklich alle im Betrieb haben kann. Heißt, wir müssen diesen Abteil 6-mal bauen. Das, was ich jetzt habe, muss ich 6-mal bauen. 6-mal. Das funktioniert gar nicht, das leckt viel zu doll. Ist doch nicht schlimm, wenn die nicht 24-7 Knochenmehl bekommt, ja. Aber dann hätte ich auch nicht 8 Farmen bauen müssen. So, wenn ich 8 Farmen baue, dann will ich auch, dass sie durchgehend funktionieren. So, wofür soll ich denn 8 Farmen bauen, wenn ich jetzt am Ende nur 4 benutze? Ist doch egal, was für egal, Digga, mein Perfektionismus fickt euch gleich. 5-mal in die Tiefe, 5-mal Knochenmehl farmen. Damit die Farm wirklich durchgehend laufen kann. Damit ich durchgehend genug Knochenmehl bekomme oder so viel Knochenmehl, wie ich brauche. Naja, wenn du rechnest, Digga, 6-mal 12 sind 72.000. Und das würde dann für alle 8 Farmen durch, also damit die wirklich durchlaufen können, ausreichen. Und dann habe ich halt wirklich Blumen ohne Ende. Also dann muss ich mir in meinem Leben keine Sorgen mehr um Farbstoff machen. Digga, ich kann dann so ein Video machen. Ich bekomme 30 Milliarden Blumen die Stunde, Alter. Ich mache jetzt wirklich designtechnisch erstmal alles fertig und dann gucken wir weiter. Wie es dann wirklich weiterging, seht ihr im nächsten Part.